Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Astral Ascent Stream. Ja, ich habe das Spiel nur gestartet und diese Sequenz, die ihr gerade sehen könnt, wurde dabei gestartet. Ich weiß nicht, was die Orden von uns wollte. Jedenfalls machen wir da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben, nämlich in den Dungeon reingeben, beziehungsweise in das astrale Gefängnis und dort jämmerlich verrecken. Ich habe mich übrigens mal auf die andere Seite gepackt, damit ich die Werte nicht verdecke. Hier unten rechts in der Ecke, da sitze ich ja ganz gut. So, irgendwer ist His hier mother was beigetreten. one of us, a magician. She was killed a while ago. You should talk to him. Okay. Wir haben einen neuen Gast. Ich schwöre, ich habe das Spiel nur gestartet. Challenge complete. Oh, ich muss mich aus dem Bild packen. Ah, den habe ich in den Trailer gesehen. Das ist auch ein Charakter zum Spielen. Okay. Okay. Wir testen den gleich I mal. guess you've heard about me. There isn't much to say, but the reason I'm here is simple. To avenge my mother, and you're either with me or against me. Eher mit dir. This time, it's personal. Finally. Dann nutze ich dich mal. Es hieß, je näher ich dran bin, umso mehr bringt er mir. Mit ihm könnte ich auch auf Reichweite kämpfen. Und diese Drohne, die kämpft für mich, ne? I almost lost my earring during Iki's training. My tutor would have killed me. Okay. Ich wollte gerade sagen, wie soll das eigentlich bei ihm funktionieren? Oh, you're the big cat. Oh, wrong. We are not a cat, but a Yali. Are you related to cats? Ich habe nochmal den Sound gerade gecheckt. They are basically vicious ancestors. We have worked hard to give out a better image. Okay. Got a minute, sweetie? Hello, Alun. Look at this attire, little cat. And these hands, what happened to you? Weiß ich nicht. Accident with magic when I was young. Das ist passiert. Not another word. I'm sorry, I was so nosy. Aber Hauptsache so ein Nerven ist sie fies. Seer Bobby, it is an honor to meet you. I appreciate the respect you are showing. Who might you be? I am Octave. I have admired your ideals for a long time. Chivalry is an ideal to strive for, but it is also a way of living that you seem to have mastered. So. Ach, der wollte noch mal reden. Ah ne, der hat noch was für mich zum Collecten. Ich weiß nicht, was ich hier collecten konnte, aber ich habe es mitgenommen. I've talked to the others. I want to go explore now. What are you hoping to achieve out there, Octave? The mission I was born to accomplish. To end the Master. I cannot help but pity one with such a burden. But here you are. So let us try. So ein Ziel von dem Projekt wäre tatsächlich, dass ich versuche, mit jedem Charakter einmal das zu schaffen. Bei dir kann ich noch nichts kaufen. Was hat der denn für Techniken? Hui. Okay, das sieht geil aus. Ach, wenn die ein bisschen zu nah sind. Das könnte guter Damage sein. Das sieht eher nicht so geil aus.
Also die Balliste sieht richtig praktisch aus und ab KE das alles sieht sehr gut aus. Also von den Fähigkeiten. What a surprise. Do you remember me? Indeed, young Octave. To fix past mistakes, the child his mission undertakes. I have a goal here. Nothing can stop me. Be kind to those who are victims here. Natürlich. I heard about you. They said you were an expert in plants and potions. Oh, thank you, my dear Octave. Can I ask what your goal is here? I have to accomplish the mission I was trained for. To kill the master of this place. A mission, hey? You and Isla are going to get along swimmingly. Ich will auch das einmal mit. Das sollte doch eigentlich ganz praktisch sein. Ich bin mir nie so wirklich sicher mit dem Sound. Okay, ich würde sagen, probieren wir den Run. Mehr als schief gehen kann es nicht. Mit ihm habe ich ja den Vorteil, dass ich Fernkampf wirklich durchgehend machen kann. Nee, wenn wir nicht den hier haben, ne? Genau, das war das, wo man dich die von mir weghauen kann. Jetzt muss ich erstmal auffüllen. Ja, je näher ich dran bin, umso höher ist der Schaden. Aber es ist nicht so stark, dass es wirklich einen gigantischen Unterschied macht. Okay, das bezieht sich auf meine Ult. Ich hoffe, dass ich die Drohne schneller rufen kann. Und wir haben ja beim letzten Mal schon gelernt, immer das Höchste nehmen. Und im besten Fall auch Schlüssel mitnehmen. Let's move. Ambush. Das Gute ist, ich kann noch mehrere treffen. Im Prinzip kann ich die Drohne immer rufen, ne? Ja, ganz praktisch, der Kerl. Wenn man so ein bisschen dem Nahkampf aus dem Weg gehen kann. Ja, ich nehme mal den Exploration Room. Okay. Ich würde sagen, ich nehme das hier, weil jedes Mal, wenn ich dann einen Dash mache, kriege ich Kameraden an meiner Seite. Decisions, decisions. Zumindest, wenn ich das gerade richtig verstanden habe. Und Dash creates free sparks. Wahrscheinlich aber nur, wenn ich auch wirklich was damit ausweiche. Okay, das mit den Dash und den Sparks verstehe ich nicht komplett.
Irgendwie fühlt sich das gewastet an. Tot. Um Gottes Willen, Riese. Level up. Ich sag ja ganz praktisch, dass ich ein bisschen mehr auf Fernkampf bin. Viele Dinger. Okay. Sehe ich was Gutes? Gut. Ja. Dann nehme ich lieber das hier und pack das hier drauf. Ihr habt einen Spell mitgenommen. Ich dachte, das wäre so ein Draufpack-Ding. Da kriege ich gleich zwei Sachen. Aber dann muss ich wieder in den Void. I need to get over this quickly. Der schon wieder. I need mana or else. Aua. Aua. Jetzt habe ich die Sparks mal gesehen. Tschüss. Den Boss finde ich tatsächlich relativ einfach. Ignition. Eine Snowflake, Ignition oder Raketen. Raketen kann ich mir vorstellen, aber was machen die anderen beiden Dinger? Okay, das macht, dass da so gesehen Kreissägen sind. Und die Ignition? Haben wir das hier irgendwo? Ja, das setzt die halt auf Feuer, ne? Ich würde sagen, das hier, das packe ich dann auf den Blitz. Und das nehme ich hierfür mal. Hier ist Limas. Ja, das kann ich aktiv nutzen. Und da ich fast tot bin, nehme ich mal den Heilraum. Slow and steady wins the race. A break. Why not? So schön entspannt. Feeling better. Ich mach mal voll.
Da würde ich was Besseres kriegen als hier, ne? Also Yale Kingdom war ich, glaube ich, noch nie. War noch nie dort, ich gehe da hin. Place for Yalis. Cute. Okay, je mehr ich von diesen Yali rette, desto mehr kann ich hier kriegen. Nimm mir die auch. Lend me your power. Dann kriege ich ab und zu kritische Hits safe. Da würde ich ein Gambit kriegen. Okay. Ich habe irgendwas unlocked. Ach stimmt, ja, ich habe ja Gambit gewählt, keine Schlüssel. Ja, das nehme ich. Ein Feuerschild klingt ganz praktisch. Gehe ich nochmal zurück und gehe den anderen Weg. Einmal kurz triggern. Dachte ich mir doch, dass hier was ist. Der Pistolentyp, der gefällt mir. Gibt ja nur die Bar. Always a pleasure to have you around. Hello. Things haven't changed since I left Andromeda. Octave, I already told you to call me Auntie Andromeda. Anyway, how are you doing? Honestly. Oh, ganz gut. Most everyone in the garden is very welcoming. But I missed you, so I came to visit. You missed me. Like mother, like son, Ajahn. Well, you know the rules. Make yourself at home, since it is your home, anyway. Max Mana, ich nehme Attack Speed. Mich ein bisschen Armor. Eine Crit Chance. So, jetzt kann ich noch weniger kassieren. Ich wollte das hier gucken. 5 Sparks? Okay. Den kann ich auch ganz praktisch. Entweder das oder ich könnte mir noch mal was boosten. Ich glaube, das Upgraden lohnt sich mehr. Hier haben wir eine Safe-Chance, alles was aus, deswegen nehme ich das zuerst. Das ist eine Ultra-Spell. Der ist kacke, das sehe ich jetzt schon. Den hier würde ich gerne mitnehmen. Und das sollte ich bei dem Blitz noch mit drauf packen, weil der sehr viele Hits als Chance hat. So, dann mal gucken, was für einen Boss wir kriegen. Ich packe mich sicherheitshalber schon mal aus dem Bild, falls es ein neuer ist. For mother. Ich meine nicht, dich schon mal bekämpft zu haben. Your quest ist doch 100 Pro Magier. As much as it will hurt others, I am
Capricorn. Looks like you know a lot about me. You are right. Talk, fight, as long as it's quick. Okay, ich muss bei ihm bestimmt die Bücher kaputt machen. Der Auto-Aim ist ganz praktisch. Okay, das Ding hat auch Auto-Aim. Aua. Bewegt sich ja gerade nicht, ne? Alter, ist der ekelhaft. Da war das mit diesem Target. Verdammt. My knowledge knows no bounds. Diese gelben Kugeln, die stören ja mal überhaupt nicht, ne? Okay, ich habe Capricorn besiegt. Wenn auch nur knapp. Son of a victim who, raised by his enemy, will take revenge against him. My vision is coming true. If you can truly see the future, you could have avoided being imprisoned in this place. You can't understand the responsibility of one who sees the future but cannot change it. Go forth, Octave. Okay. Es klingt nützlicher als in die Sparks, auf jeden Fall. Aber das kriege ich, wenn ich gehittet werde. Das finde ich praktischer, als wenn ich es nur beim Dashen bekomme. Und das nicht mal safe. Okay, nächstes Gebiet. I should have brought sunscreen. Okay, Icewood, Saplings und Ignition haben wir zur Verfügung. Ich weiß nicht, was ein Sapling macht. Ach, das läuft den hinterher und explodiert dann. Ich nehme mal die Saplings. Damit könnte ich auch Mana regenerieren, okay. Das hier fühle ich überhaupt nicht, aber sowohl das als auch das klingt gut. Aber ich nehme das hier, ich damit Mana generieren kann. How have you been, Chameleon? Meet Chameleon. Okay. Ich kann bei ihm Lotterie spielen, verstehe ich das richtig? Dann nehme ich am ehesten die Sterne.
Und? Ich habe 14 bekommen. Ich habe nicht darauf geachtet, wie viel ich vorher hatte. Ich nehme auf jeden Fall den Schlüsselraum. Eisfragmente, Plasma, Missiles. Was machen Plasma? Okay, da, Plasma klingt gut. Nehme ich mal auf Miseria. Abkommen, Schlüssel. Ich kann damit ja Mana generieren. Ich nehme mal die Ruinen. This place, a nest, an improvement. Macht das hier stärker? Man kann hier Leben abgeben und dafür eine Feder bekommen. Na gut, aber ich habe kaum Leben, ne? Als ob du dich heilen kannst. Tot. Ich wollte ausweichen, weil war nicht schnell genug. Aber hey, wir haben einen neuen Boss gesehen und besiegt. Und wir haben ein paar Zauber freigeschaltet. Ach, dafür habe ich dieses Fragment geholt. Kann man bei ihm einlösen, bei dem Katzentyp, der nicht denkt, dass er eine Katze ist. Das war unser 30. Versuch, ne? Interesting. You managed to recover a story fragment. Talk to Papa Yali. He knows a great deal about them. Okay. Dann gehe ich mal dahin. From now on, we are collecting pieces of stories and fragments of the past. We hope it will help. Okay. Hier. Ah, dann kann ich mir so Geschichten von denen durchlesen. Von Iki. Once upon a time, on an icy planet devoid of life, there was a pack of nomadic wolves. They traveled together in this eternal night between the frozen moraines, surviving freezing temperatures and supporting each other against danger. Iki was one of the these wolves. His pack feared strongly about their territory, but Iki dreamed of other places. One day, a gem ship landed on this planet, and an old warrior was coming back to her motherland. He wanted to give new generations a chance that she herself could not have when she was young. To Iki, this was fate giving him a sign. Okay. Aber davon habe ich wahrscheinlich sonst nicht viel, ne? Come here to celebrate! Octave, I can see you are back from an adventure. Is your revenge going as planned? Nicht so wirklich. Was the one who wanted her revenge. He killed
her whole family right in front of her before throwing her in this place. That's when she thought of having me. 5 years later, she got assassinated by him. I hate him with all my soul. I understand your anger. I hope that your soul finds peace someday. Ja, mal drauf hoffen, ne? Einfach mal collect them all. Du willst was von mir? There's a nice waterfall in the fragmented plains. I would love to go, but it's filled with creepy little monsties. That's sad. Ja, Sorgen will man haben, ne? Das hier wollte ich auf jeden Fall eigentlich einmal haben. Obwohl, erstmal maximal Aura. I heard your voice and your face are seen by my friends. Reciprocation. Your patronage is in honor. Truth. Nichts freigeschaltet, aber hier habe ich was. Okay. Wenn man die Gegner näher an sich ran haben will, könnte das ganz geil sein. Nee. What's hiding under those gloves, Kieran? Huh? It's just my hands. The gloves are there, so I don't burn myself with my own fire magic. Why don't you protect the rest of your body as well, then? You don't get it, Octave. If I'm covered head to toe, the enemies can't get scared of my big bulging muscles. Okay. Ein Macho, wie er im Buche steht. Nice to meet you, Iki. I've heard a lot about you from my aunt. Octave, is it? I saw you practice over there. Impressive skills. Skills are like weapons to me, so I can... We are aware of that. Despite our respect for your mother, we harbored some doubts. No matter. Here you are before us. Okay. Ich habe jetzt 4 Slots, ne? Noch einen Run. Können ja sonst nicht wirklich was holen. Everything loaded. Let's start hunting. So, was kriegen wir denn? Miseria oder Lacterio? Ich würde sagen Miseria eigentlich, ne? Das ist wesentlich heftiger. Da kriege ich die Drohne 5 Sekunden länger. Da wäre sie weniger lang da, aber der Cooldown wäre auch weiter runter. Oder ich mache das, in seine Angriffe auf Feuer machen. Ich würde sagen, ich mache, dass die Drohne länger hält. Könnte eine ganz gute Verteidigung sein. Okay.
Das könnte eigentlich ganz praktisch sein. Zumindest ist das praktischer als der andere Spell, finde ich. Auch wenn das andere eine gute Verteidigung wäre. Komm her, der Void. Where the hell am I? Und schon wieder gegen ihn hier. Oh, das ist ein anderer. Draco. Du machst deinen Namen alle Ehre. Hilfe! They don't know what hit them. Star Guardian Draco, Defeat Draco. Okay, habe ich geschafft. Die Star Guardians, die haben was drauf. Mach lieber hier die Slots. Ein Meteor, zwei Embers bei Hit. Ich mach mal, dass da auch ein Meteor bei entsteht. Dann ist da die Hit-Chancen ja wesentlich höher. Ja. Was war noch mal Freeze? Das macht den Gegner langsamer. Nee, dann nehme ich das hier. Kriege ich jedes Mal, wenn das refresht, zwei Kameraden, die mir kurzzeitig helfen. So, einmal Fullheilung. Da würde ich ein Game mitkriegen. Ich nehme das hier. I feel hardly at ease here. Nee, lass mal. Okay. Das könnte richtig interessant sein. Nee, dann nehme ich das hier. Da kann ich ja stets immer irgendeinen Bonuseffekt bekommen. Und ich habe mich doof angestellt gegen Ende. Ich hätte nach rechts laufen müssen. Ich bin in den zweiten Strahl sogar noch reingelatscht. Aber den Typen kann man echt gut spielen. Ja, zigtausend Achievements. Ach, diese Scheine sind für die eine Frau. Jetzt sag nicht, die sind nur für Skins. We have a new visitor in the garden. His name is... Oh, this is embarrassing. Barbecue is an expert in auras. He's also very fond of board games. You two should meet. Okay, ich habe, glaube ich, gerade den letzten Charakter hier bekommen. Ich packe mich schon mal aus dem Bild, weil der auch eine Sequenz wahrscheinlich hat. Dann treffe ich den einfach mal instant. Ah, nee. Okay. Keine Sequenz so wirklich. Ich dachte, das wäre ein neuer Charakter. Okay. Kann ich sehen, was ich freigeschaltet habe? Einfach nur, um einen Überblick zu haben. Oder wie jetzt? Ja, man kann da einfach nur die Teile nachsehen. First time meeting a dragon. I'm honored.
Ich glaube, ich bin für ihn Frühstück. My mother. I'm looking for the man who killed her. Jetzt sieht ihr mir doch definitiv Frühstück. I heard that you too, Octave, had never met your father. That is correct. I just know he's an Arcanian, like my mother, and that he's somewhere in this prison. My only family is Andromeda. Despite not sharing the same blood, she was the one who raised me. And your eyes tell me that you would do anything to protect her, even though that troublemaker has no need for a bodyguard. Oh, sehr viele Punkte. We would like to have a word. Your foes are... Okay, kriege ich gerade noch nicht. Deal. Gambits, Gambits and more Gambits. To convince Zodiacs to follow you, keep collecting Gambits. Von ihnen kann ich noch nichts freischalten, aber ich kann hier einen Zauber freischalten. Wäre natürlich auch nicht so dumm, die, ja, das Leben erstmal zu maximieren, ne? Ooh, a great choice. Ich kaufe die Zauber einfach mal, damit ich die alle habe. Im Übrigen, was Multiplayer angeht, ich habe einen Kollegen schon gefragt, ob der mitmachen würde, aber wäre zu stressig bei Kollegen. Deswegen spiele ich das weiter allein. Do your best, Octave. Ancient ruins. Good. Nee. Oh, Ballista. Okay, ein Challenge-Room. Das erste Mal. Please come forward. Ich kann mit dir auch normal reden. Understood. I will talk first. I had a vision. Beat me and I'll share one of my powers with you. Okay, ich kann ihn so bekämpfen. Den heftigen hier. Aber dann kriege ich auch eine von seinen Kräften. It is a simple memory game. I will shuffle four cards in front of you. Okay. You'll have to unfold them one by one, and in the correct order. Zero mistake allowed. Verdammt. Kann ich nochmal versuchen? Disappointing. Learn from your mistakes if you wish to challenge the master. Um Gottes Willen, da muss man ja wirklich hier Memory spielen. Atmosphere. Chilling. Oh, den hatte ich noch nicht. Okay. Hilfe! Can't cast spells.
Aua. Ich habe nicht besonders lange überlebt. Unluck Barbecue. Ich habe ihn doch schon getroffen. No luck this time. You might want to visit Alun. Her fashion skills should cheer you right up. Okay. I believe we all have a talent. Mine is helping people like you improve their style. Ready for a makeover? Einfach nur Skins, ne? Styled face, unlock Alun. Wanna change your look, Octave? Okay. Kommen ja richtig viel. Will ich mal ein grünes Cape. It fits you wonderfully. Ändert sich das auch in der Sprachsequenz? Also vom Prinzip habe ich ja eh nichts erreicht. Okay. Hier kann ich mir den Zauber zumindest noch gönnen. Kann ich auch was für. Go. We believe in you. Sunny day. Good sign. Alles doch. Da wir leider dieses Heil nicht mehr. Das Ding soll schneller schießen. Enemy Damage runter machen. Okay, das klingt richtig geil. Asterisch Equip an Astral Hour. Okay, und in den Void. Oh ne, der schon wieder. Der kann sich auch selber Schaden machen. Okay, der ist tot. Victory. Mach ich mal das hier. Mother, are you at peace up there with the stars? Or are you waiting for me to avenge our blood before you go there? I'll accomplish the mission I was born for. I'll kill him, and then I will. Then
Why didn't you tell me what I should do after that, Mother? Okay, let's continue. Bitte übrigens so, dass sich die Skins nicht anpassen. So, ich brauche auf jeden Fall Leben. Better. Mr. Cocktails. Ja, den Megatrank bitte. Das hier kann nicht mehr geupgradet werden, wenn nur das hier. Okay, ich nehme das Upgrade. Meine Abwehr wird dann auch erhöht. Und es aktiviert sich häufiger. Habe ich einfach zweimal Miserie. So, bin gespannt, welchen Boss wir kriegen. Bye. Bye. For Mother. Ach, ihn schon wieder. Dich mochte ich nicht. Nice to. I don't have time to talk to murderers such as yourself. I see. Yet your hands are not innocent. Devoured by your mother's magic, capable of killing. Er ist schon gut geschädigt. Time to learn how weak you are. Aua. Besiegt. Another day, another fight. I thank you for your lesson. Gern geschehen. Hab keinen Sleamer. Nee. Da kriege ich ja Safety Crits. Weil ich lieber, dass ich immer Missiles kriege, die dann auch noch Crits auslösen könnten. Time to feel the sand, I guess. Ich nehme das hier. Ich habe die Feuerrate ja eh schon erhöht, ne? Es würde sich doch ausgleichen.
Das hier ist praktischer. Vielleicht habe ich ja Glück, und das sind wieder die Katzen, die mich durchgehend immer wieder boosten. Ne, sehe ich jetzt schon, dass keine da sind. Wenn ich mich heile, kriege ich ein Schild. Nimm das. Okay, ein Challenge Room. Don't be afraid. Come here. Right on time. You seem to have a very strict schedule. Fighting, resting, coming back. Is this one of your new games? I don't have the time. I'm still gonna steal a couple of minutes from your busy schedule to explain, so listen to me. I have a deal for you. Let's play a game. If you win, I'll happily join your side. Hilft der schließt sich mir an, wenn ich das jetzt gewinne? I like that. Maybe I won't betray you after all. Und was muss ich spielen? Destroy every flying dummy without touching the ground. Do that and you'll get my respect. Ich hab's geschafft! Well done. Impress Zodiac, Successive Zodiac Challenge. Der hilft mir jetzt? Oder wie? Impressive Zodiac with your skills and the character Zodiac summon. Okay, und wie sammle ich? Momentan ein bisschen über Half-Life. Nimm lieber den Raum. Someone's there. Hey, wieder jemand Neues. Hilfe! Okay, besiegt. Star Guardian Hydra, defeat Hydra. Ich lese die Erfolge vor, weil mein Avatar drüber ist. Was haben wir denn hier? Okay. Nehmen das hier. Pack das hier hin. Jeder Treffer macht, dass ich die in Brand stecke. Nee, ich habe zu wenig Leben, um das linke zu nehmen. Ich nehme das hier. Looks like a scene from a fairy tale my mother used to read me. Okay.
Wie die, die ich hier unten gerade habe, die sind eigentlich ganz gut, ne? Ich nehme lieber den hier. Vor allem der Feuerring-Zauber. Das könnte schlimm werden. Always a pleasure to have you around. Einmal Heilung bitte. Life is an important resource. Aw, right on time, Octave. I was looking through your old photo albums. Look, you were just six in that one. I remember that day. He taught me the guitar. I was pretty bad. Wait a minute. This isn't my instrument. Who's that with the blue hair in the corner of the picture? Ah, you know very well that raising you all on my own would have been hell on me, Octave. You look white as a sheet. Have a drink, dear. It'll make everything better. Swing. I want more. Armor. Armungsgeschwindigkeit. Okay. Das Ding wird weiter upgraded. Der wirkt nett. Tausche ich mal gegen das schwächere Miseria. Oh, ich pack mich schon mal aus dem Bild, falls ein neuer Boss kommt. Nein, wird es nicht. Ich habe ich doch schon mal gesehen. Und du hast mir damals den Arsch versohlt. Ich bin Leo. And I'm telling you to turn around, kid. Impossible. It wasn't a suggestion. You obey your master. I obey my mother. No more mana. You weakling! Ich bin auch noch genau rein. Zack. Okay, in der Luft sein bringt mir überhaupt nichts. Ich habe ihn gleich tot. Tot. Ich habe Leo zum ersten Mal besiegt. No, no, no. Impossible. You're not the big shot you believe you are. Next time I'll squash you. Trust me on this. Ja.
Erreichen wir das dritte Gebiet zum ersten Mal. Okay, das habe ich schon. Irgendwas hatte ich doch das Ignition gemacht, ne? Das hier. Da würde das dann noch zusätzlich andere hier machen. Das ist dann auch noch ein Spark ein Zeug. Ja, nehme ich mal eher als das hier. That's a fine aura. I miss picnics on the sand. Let's go. Deepwater, Reachacol, Archipelago. Wir haben das erstmal in diesem Bereich erreicht. Okay. Ich nehme das hier. Ich habe eh schon eine hohe Crit-Chance. Ich könnte die Feuerrate noch mal erhöhen. Oder ich mache, dass die alle elektrifizieren können. Ich nehme das Elektrifizieren. Schlüssel. So, komplett neue Gegnertyp ist sie. Die machen Bomben. Also ich habe jetzt nicht gesehen, wer von denen. Aber irgendwer von denen macht Bomben. Die da. Auch erstmal Schlüssel, ein bisschen was. Okay. Tatsächlich relativ einfache Gegner. Man kann mit denen klarkommen. Gambit. Gambit bin ich voll. Aber die Auras, die will ich halt nicht tauschen. Dann nehme ich eher die Gambits. Vielleicht kriege ich ja bessere. Mother. Okay, das ist wieder ein Ding, das ich für mich nutzen kann. Okay. An improvement. Improved power. Das da war gerade eben richtig stark. Okay, der charge mich an und macht dann eine Stampfattacke. Und er kotzt auf mich.
Okay. Ich nehme mal das Toxic Gas weg. Und nimm mal die Chance mit dem Crit-Hit. Nice place you got here. Ist beides kacke. Void könnte schwierig werden. Nicht unmöglich, aber schwer. Feeling better. The atmosphere. Chilling. Ach, der schon wieder. Das Ding hat schon eine ordentliche Reichweite, das Geschütz, ne? So, besiegt. Another victory. Astral Gambit. So. Enrage. Wenn ich das Ding nutze, dann wird mein Angriff sogar noch erhöht. Astral Luck, Equipment, Astral Gambit. Ich hatte auch immer gerade übelstes Luck. So, ich nehme die Schlüssel. I needed exercise anyway. Out of my way. Ich weiß noch nicht, was die können. Okay, die machen Stachel. Muss mich eigentlich nur verpissen, nachdem die einen Charge machen. Oh, ein Heilraum. Sehr schön. Off I go. All cured. Genau nach dem Heilen kommt der Pavo Raum. It's someone's home. Zweimal upgraden. Dann nehme ich das Misera. Sacrifice ein bisschen Leben. Dann erhöhe ich das noch um 1. Das mache ich auch ein bisschen stärker. Okay, die hüpfen mich einfach nur an. Die da sind gefährlicher. Bei denen muss ich nämlich instant auf Abstand gehen. Okay, die kann ich nutzen, um Elektrizität nach unten zu sammeln. Strong physical presence. Nefarious aura. Okay, ich kann wieder was upgraden. Mache ich das hier auch mal ein bisschen stärker. Noch mal Memories. Wir haben gerade einen richtig, richtig guten Run, ne?
Das ist der beste Run bisher. Ah, a customer. Achtzehn merke ich mir mal eben kurz. So refreshing. Ja, ich nehme lieber Armor, dass ich weniger Schaden nehme. All cured. Und dann mache ich das nochmal voll. Okay, ich kann hier nichts mehr upgraden. Mit meinen Zaubern bin ich mehr als zufrieden. Ich lasse das nochmal kurz liegen. Ein Nimbus. Ich nehme das, pack das hier drauf und packe ich da die 50% Chance mit der Barriere drauf. Okay. Mal gucken, welcher Boss auftaucht. Feeling pressure. Oh ja. Ich kenne die auch noch nicht, ne? Cancer. A child. What are you doing here? Are you lost? Oftmals. I'm Octave, and I've come here to accomplish my mission. Killing your master. You entered this place of your own volition? Like me. Very good. The master will be pleased by your death. Or yours. Okay. Das ist ein Nahkämpfer. Gerade hat er ein Schild. Aua. Isn't that hilarious? Aua. Ja, ich habe Cancer besiegt. Oh. You're just a child. Alter, das ist der Run. Good thing you aren't a noble. You would have made for a horrible one. I won't forget about this brat. Alter. Ach, mit R3 beschwöre ich den. Ich sehe das gerade oben rechts. Oben links meine ich. Okay.
Das würde mir nichts bringen. Das genauso wenig. Das wäre eigentlich richtig gut. Das würde sich mit dem anderen beiden das decken. Alter! Viertes Gebiet! Nothing left. Reach the Crimson Highlands, Magnetic Storm. Ja, darauf warte ich schon die ganze Zeit auf so etwas. Okay. Ich nehme das hier, das macht auch noch zusätzlich alle 3 Sekunden Meteore. Nice to see you, Chameleon. Oh, er hier schon wieder. Ich habe 23 gerade bekommen. Die machen so Bumerang-Feuerschwerter. Okay. Ich habe bei einem zumindest schon mal drauf geachtet, was der kann. Das sind mehr die Schlüsse, die ich jetzt gerade brauche. Let's continue. Enemies. Infinite Mana? Direkt die Taste gespammt. Okay, diese komischen Egel da, die machen so ein elektrisches Feld. Der schießt so Tornados. Nicht sonderlich gefährlich. Heilung. Heilung ist instant gekauft. Brauche ich gar nicht weiter drüber nachdenken. Ja, ich mach mal voll. Was haben wir denn hier? The Sun. Elemente Gambit Rebirth. Oder Gambit. Ich geh mal zu The Sun, das hatten wir noch nicht. The Sun. My mother used a lot of spells inspired by them. Okay. Irgendwas, wo ich haben will? Wenn wir Nischen, glaube ich, haben. Mythic Gambit. Good. Okay. Das nehme ich mal statt dem toxischen Gas. Dafür gab es auch einen Erfolg. Change the spell in the Sun Room. Ich nehme das hier mal. Ja, der macht so ein elektrisches Feld um sich und kann auch eins schießen. Das andere hat so eine Sichel geworfen. Das lasse ich mal stehen, falls ich Schaden kriege. Ich konnte jetzt nicht sehen, was das mittlere Vieh macht. Da muss ich einfach nur springen.
Du hältst wahrscheinlich einfach nur verdammt viel aus. Okay, der kann Laser in mein Gesicht sammeln. Das Gute ist, ich heile mich ja jetzt mittlerweile mit jedem Angriff. Und ich habe ja sogar noch einen Ultra-Heal auf Reserve. Ich kann sagen, du stellst mir das hier doch nicht ohne Grund hin. Okay, du portest dich zu mir und machst so eine Elektrosphäre, die mich angreift. Ja, bitte. Mach die Balliste nochmal stärker. Attack Speed klingt eigentlich ganz gut. Da habe ich Safe Crits. Ich glaube, nur die Plasma sind jetzt nicht so geil. Ich würde den Feuerschild wechseln. Und dafür das Target-Ding nehmen. Ey, ganz ehrlich, meine Auren, die können nicht mehr besser werden. Ich nehme das hier. Da muss ich einfach nur ausweichen. Captured 5 Astral Spirits. Die Dinger haben mir gerade übelsten Boost gegeben. Wie gesagt, meine Augen können nicht besser werden. Let's carry on. A Yali ticket. Dieser Thunder Dash war gerade sehr verlockend, die ganze Zeit rein zu spammen. Ich glaube, ich gönne mir jetzt zur Abwechslung mal das hier. Mach ich meine Stärke ein bisschen höher. Crit-Chance ist eh schon hoch, dann nehme ich mir das Max-Leben. What's next? The Forge. Oder Gambit's Forge. Kennen wir noch nicht. Amazing. The Forge. Okay. Na gut, das mit den Gambits bringt mir nichts. Ich mach mal, dass die alle um einen stärker werden.
Ja, nämlich das mit dem Meerstern, ne? Let's do this quickly. Ein Max Mana. Max Mana und Attack Speed nehme ich mal. Und dann nehme ich mal noch die Federn. Alter, ist der Spell jetzt strong? Vor allen Dingen, was ist das für ein geschenkter Raum? Ach, hätte ich doch nur noch mehr Schlüssel. Hat das Spiel mich gehört? Nein. Decisions, decisions. Wenn würde ich das hier nehmen? Ja, ist wesentlich besser als der Slime, den ich hier habe. Wir sind schon wieder bei der Bar. Always a pleasure to have you around. Aber bitte das voll, das wird sofort genommen. Brauche ich gar nicht nachdenken. Armor. Attack Speed sind wir gerade gut bestellt. Machen wir noch mit Max Mana. Nee, in der Hinsicht bin ich gerade gut bestellt. Ich nehme in den Gambit-Slot. Den kann ich hier drauf packen. Looks like a common Gambit. Lovely to see you. Nicht vergessen, gleich den Typen zu summonen. Zodiac. Hallo? Okay. Aquarius, ein Gigant. Um Gottes Willen. Das wird heftig wahrscheinlich. Hey. How are you? Stop. Stop now. Wow. Magic's pouring out of this golem. He's going to be a problem. So, support mich mal. Hilfe! Mein Bildschirm! Au! Der Schild hat mir gerade den Arsch gerettet. Ach, genau jetzt. Ja.
Hey, der ist tatsächlich sehr einfach. Besiegt! Das ist der Runs der Runs! Yours as well. I hope you'll teach me a couple of tricks later. Vor allen Dingen innerhalb des Kampfes, ich habe den ja innerhalb der ersten Sekunden beschworen, den einen. Ihr guckt mal, die Leiste ist schon wieder halb voll. Ich glaube, ich kann den öfters beschwören, ruhig. Nee. Mag die irgendwie alle nicht. Mach ich mir lieber Sterne draus. Ich hab gerade richtig gute. Dafür muss ich dann keinen Müll nehmen. Inventorison. Reach Inventorison. Almost out. Ich hab's fast geschafft. Ich pack mich schon mal aus dem Bild, weil es. Warte mal, erstmal gucken. Ja, wir haben höchstwahrscheinlich jetzt den Master vor uns. Ich darf noch mal was kaufen. Hier habe ich noch einen gelockten Platz. Was mir aber recht wenig bringt, ne? Toxic Gas. Ja, komm. Besser als gar nichts. Darf mich noch mal boosten. Ich nehme mal, dass meine Angriffe die Chance haben, Mana zu regenerieren. Warum sollte ich die wegnehmen wollen? Die Schlüssel könnte ich mir hier noch was gönnen. Teleport to the Master. Hinter uns ist die Erde einfach. Yo! Das wird heftig. Auch für Jochus. Explain yourself. Why does your magic smell the same as mine? Mother, here I am. I'll kill him.
soul. Ah, the hybrid boy. I remember your arms. I also remember your face, frozen in fear when I stabbed your mother. What a delightful day that was. Tinash. What did you just say? It's high time I finished what I started and wrote the final chapter of your family's history for good. I'll make you regret everything. Your every act, your every word, everything about your existence. Yo! Oh, ich habe aus Versehen meinen Heal verwendet. Das werde ich bestimmt bereuen. Okay, der kann die Fähigkeiten von den anderen einfach rufen. Och nö. Taurus is a prisoner of mine. Weakling. Aua. I feel nothing. Your mother's plan is already a failure. Okay. Der nutzt einfach dieselben Fähigkeiten wie ich. Ja, das, was mir in den Hintern beißt, ist, dass ich den Heal Shard schon genutzt habe. Nein! Nur weil ich den Healshot zu früh genutzt habe, weil ich aus Versehen die Taste gedrückt habe. Ich habe eine Stunde gebraucht, um hier hinzukommen. Das war der beste Run, den ich bisher je hatte. Einfach. Wie viel ich da gerade an Luck habe. Hätte ich den Healshot nicht so früh eingesetzt, hätte ich den Kampf eben sogar geschafft. Nur weil ich ihn aus Versehen genutzt habe. So traurig. We have a new guest and a famous one. Kaylee, a great architect. Her defenses kept the master at bay for decades. Why don't you say hello to her? Ja, mach ich. Wahrscheinlich der vierte Charakter jetzt wirklich. Hat man Luck, Charakter unlockt noch. This defense architect shapes her gems into dangerous weapons. Her basic attacks leave precious stones on the battleground. By recalling them with her signature spell, she can deal even more damage. Okay. How do you do? I am Kaylee. I've heard much about this place. This prison. But I will get out. I will fight every single day to get back to my people. Can I count on you?
Death is a form of art. Also ich habe jeden Charakter jetzt auf jeden Fall. The Gifted Arcus, Unlock Kelly. Im Mode vieler Folge. Es macht mich einfach nur traurig, dass ich wegen diesen einem Fehler es jetzt nicht geschafft habe. The orphanage tend to stir up old wounds. I hope you are all right, dear. I'm okay. It just made me think about my mother. She trained me since the day I could first walk. She was the only person I spoke to until her death. And even if Andromeda showed me the world under a new light, I can't give up on my mother's wish. Do not let darkness blacken your heart. You must hang on to the light, Octave. Ja, gib mal alles her. Ja, ein bisschen habe ich was dazu bekommen. Oh, I wanted to thank you for your service. Killing all those monsters. Okay. So many of them that the garden is quieter than ever. Mehr Sachen unlocked. Okay, absolut useless. Machen wir mehr Mana. Leben mache ich mal auf Maximum. Da würde ich wesentlich mehr Gambits, also mehr Quartz bekommen. Ich gucke erstmal, dass ich Spells jetzt mache. One kills, one refills, one fulfills. Your collection is a feat, makes my heart skip a beat. Ja. On your first try. Das wäre richtig geil bei einem Krieger. Ja, die Plasma Portals, die klingen auch ganz nice. Ey, ich hatte halt so hardcore das perfekte Bild. Und ich habe halt wirklich nur deswegen verkackt, weil ich aus Versehen auf die Taste gedrückt habe. Weil hätte ich den noch später eingesetzt, die Heilung, wo ich kurz vorm Sterben war. Ich hätte den Kampf tatsächlich noch gewonnen. Definitiv. Das steht vollkommen außer Frage. Ja, komm. Ich gönne mir das einmal. Mache ich mir ein bisschen Pocket Money. Die Information, die gehe ich beim nächsten Mal durch. Also das hier scheint auf jeden Fall einer der stärksten Charaktere zu sein, weil ich habe es in einem Run fast bis zum Ende geschafft, am Stück. Und das an einem Abend, das habe ich mit den anderen beiden nicht hinbekommen. Der Typ ist mega stark. Let's catch up. It fits you wonderfully. Ja. Mein Ziel bleibt weiterhin natürlich mit jedem Charakter einmal diesen Master zu besiegen, ne? Mit dem einen hier hätten wir es fast geschafft, dann hätten wir so gesehen ein Viertel schon mal durchgehabt. Naja, besser wird's an diesem Abend nicht. Ich habe deswegen jetzt auch schon ein bisschen länger gemacht. Ja. Was kann ich an der Stelle anders sagen, außer... Wenn es euch gefallen hat, Abo und ein Like da lassen auf YouTube, auf Twitch natürlich ein Follow. Und ja, ich sag an der Stelle dann für die YouTube-Zuschauer auf jeden Fall schon mal ciao und bis zum nächsten Mal.